Willkommen zurück zu Final Fantasy. Beim letzten Mal sind wir hier, ja, pro Schritt haben wir Monster entgegengeklatscht gekriegt oder mehrere. Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch so 2-3 Meter passieren. Und ja, machen wir das Beste draus, weil man muss immer daran denken, jedes Mal gibt es ja dann ordentlich Erfahrungspunkte und Gold. Und wenn das nicht Grund genug ist, dass wir jetzt hier irgendwie weiterkämpfen, dann weiß ich auch nicht. Dann, keine Ahnung. Ich habe so die Befürchtung, wir müssen auch dann zeitig wahrscheinlich irgendwann wieder raus, nur um dann irgendwie wieder ins Inn gehen zu können. Meine Fresse. So, und Leben und Mana zu regenerieren. Bekommen wir hier echt in Massen und Erfahrungspunkte. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Natürlich kommen wir hier auch nochmal in einen Kampf. Ne, ich habe Monster im Schritt sozusagen. Komm, machst du mal den, du machst den. Du haust damit drauf. Und du machst auch irgendwas. Das wird schon. Irgendwie. Hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, mach du dein Happa-Schnapper da. Stunden später. Yay, yeah, sie haben es mal geschafft, den umzuhauen. Yay. Yeah. Also der Rest der Gruppe ist ja noch relativ schwach, ne? Nur ich. Weißt du, ich mache hier wieder den Damage. Einer muss es ja machen. Ich bin auch der Krieger. Ja, also von daher. Geht gar nicht anders, dass ich da kein Damage mache. Hey! Zur Abwechslung heute mal wieder ein Monsterkampf. Ich glaube, ich gehe, wenn ich hier rauskomme. Oder wenn ich jetzt wieder zur Treppe komme. Echt mal wieder. Zum Gasthaus. Nur um halt Mana und Leben zu regenerieren. Wir haben hier noch genug Gänge, die wir besuchen sollen. Und wir haben jetzt hier schon unser ganzes Pulver quasi verschossen. Uncool. Definitiv uncool. Hey Mensch, der Black Mage schlägt inzwischen schon zweimal zu. Wow. Aus dem wird ja nochmal was, vielleicht. Möglicherweise. So, das war der. Und jetzt, der Lizard lebt doch. Jetzt nicht mehr. Da gibt es erstmal ein fettes Level-Up. Ah, komm schon. Wie lange soll das hier noch so weitergehen? Komm, machst du mal Magie. Eis 2. Eis 1, den Film haben wir verpasst, deswegen gibt es jetzt nur noch Eis 2. Mal sehen, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ja, nee, bin ich so. Irgendwie also überhaupt gar nicht. Aber nur gut. Den letzten kriegen wir auch noch weg. So, jetzt aber, komm. Ich will hier raus. Yay! Nicht mehr jeden Schritt ein Monsterkampf. Ja, hey, da ist die Treppe. Moment, sind wir jetzt ernsthaft einmal rumgegangen? Ach ja, ach ja, das war so unnötig, dass wir da lang gegangen sind. Aber na egal, jetzt ist eh zu spät. Gut, dann können wir einmal wieder zurück ins Gasthaus, so eben schnell. Und dann kehren wir jetzt zurück, dann gucken wir uns die restlichen Gänge an. Weil es gibt ja auf jeden Fall noch irgendwo den Vampir, den wir suchen. Ne? So, komm. Einmal raus. Ist ja zum Glück jetzt nicht allzu weit hier bis nach zum Dorf hin. Außer uns kommen hier diverse 100.000 Millionen 30 Gegner in die Quere. Da natürlich schon. Das war der Oberhäuptling. Und der andere Ogre müsste gleich auch down sein, wenn er zu ihr zuhaut. Sag ich doch. Ja, ist auch nicht verkehrt von Erfahrungspunkten und Gel her, aber es geht mehr. Es geht immer mehr. Oh. Weißt du, du willst nur schnell zurück. Oh, was haben wir da? Eine Hygiene? Wenn es unbedingt sein soll. Bitte. Hält auch nichts aus. So, und jetzt hier, der Vestas macht auch kein Damage.
Das war auch mal mehr. Ah, na gut. Dann gehst du halt zuerst auf den. Nein. Du gehst auf den da oben, den du schon angehauen hast. So, komm. Rums die Bums. Die lernen es auch nicht, ne? Dass die auf denen einfach keinen Schaden machen. Das wäre auch zu viel verlangt. So. Jetzt aber mal. Och komm. Wir sind doch schon fast da. Also fast ist relativ. Magic. Dir zwei. Stunden später. Goals und Goals hier haben wir. Komm, ja, geht doch. Geht doch, musst du immer erst meckern. Und dann klappt das auch schon mit den Nachbarn. Noch 5 Kilometer weiter. Da haben wir es geschafft. Och, die schon wieder. Oh nein, ich bin verdunkelt. Wir müssen jetzt ernsthaft alle erstmal zuhauen. Nee, das gibt's doch nicht. Einmal, zweimal. Nein, du machst Magie. Dia 2. Wobei Dia 1 bei denen wahrscheinlich auch schon reichen würde. Die haben nicht so viele Lebenspunkte. Ah, naja, egal. Shit happens. So, das war's auch schon. Auch wieder ein bisschen Giel. Von Giel kann man nicht genug haben. Im Moment auf jeden Fall. So, da drüben haben wir schon das Dorf. Kein Zufallskampf mehr davor. Ich hätte jetzt so erwartet, dass wir einen Schritt davor nochmal so einen Kampf bekommen. Aber nee, heute nicht. So, gehen wir mal rein in die gute Stube. 21.000 noch was haben wir in der Brustmahlzeit. Da kann man schon fast schon irgendwie wieder Fähigkeiten kaufen oder sowas. Fähigkeiten ist ja nichts, was man irgendwie in Truhen findet. Dann würde ich ja fast sagen, wir geben halt das Geld dafür aus, als für neue Ausrüstung, weil Ausrüstung werden wir wahrscheinlich auch noch in der Höhle da finden. Und deswegen schauen wir mal. Ich gucke auch nochmal. Ja, machen das auch soweit aufgefüllt. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass das Mana nicht auffüllt. Warum auch immer. So, Hallöle. Ja, doch, Heilung. Was haben wir? Hier 3 oder Flächenheilung? Nehmen wir Flächenheilung. Später hätten wir immer noch die Möglichkeit, einen Zauber zu vergessen. Und dann quasi einen anderen auf dem Level halt wieder zu erlernen. So. Das kann er noch nicht lernen. Ach, weil das für einen Black Wizard ist, nicht für einen Black Mage. Das ist quasi die Weiterentwicklung von Black Mage. Ja, die Charaktere können sich weiterentwickeln. Man glaubt es gar nicht. Du kriegst auf jeden Fall das. Du kriegst Instantly Annihilates Foes. Komm, wir nehmen's mal mit. Verlangsamen ist später, glaube ich, noch ein bisschen wichtig, aber da würde ich dann eigentlich gerne Slow 3 haben. Das ist halt, ihr seht das ja, ne? Wenn ich attackiere zum Beispiel, mache ich, keine Ahnung, 3 Hits oder sowas. Steht halt immer über den Charakter. Und später gibt es halt auch Bosse, die machen halt auch 50 Hits auf einmal gefühlt. Und das kann man halt damit dann verringern. Ist im Deutschen dann Gemach gewesen oder sowas. Und wir sollten dem Black Mage tatsächlich mal einen Stab geben. Irgendwann, wenn wir jetzt mal demnächst tatsächlich mal wieder einen Stab finden sollten. Einer, der wirklich mal was bringt. Weil mit dem Stab macht er halt mehrere oder stärkere
Magiezauber. Das verstärkt quasi seine Zauberkraft. Aber das dauert halt noch so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wann wir den nächsten Stab bekommen können. Naja, früher oder später bestimmt. Ja, mal wieder zurück in die Höhle. Achso, die Musik hat aufgehört. Entschuldigung. Gut. Immer wenn wir gegen die kämpfen, dürfen die immer zuerst angreifen. Also fast immer, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht drauf geachtet, aber es kommt mir gerade so ein bisschen so vor. Ja, ist gut. Ich muss natürlich gleich übertreiben hier mit dem Mistding. Daneben. Einmal, zweimal. Und das war's auch schon wieder. Dann können wir jetzt endlich wieder in die Höhle rein. So, also wir waren jetzt oben. Wir waren links. Wir sind da links irgendwo wieder rausgekommen. Hier haben wir immer nichts. Da haben wir hier nur noch rechts, ne? Okay, rechts haben wir zwei Wege. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Aber die Minotauren hier erledigen. Eben glaube ich auch relativ gut Gil und Erfahrungspunkte. Hoffe ich. Da macht doch mal nicht so viel Damage hier auf den armen kleinen Black Mage hier. Nur weil er schwarz ist, ja? Mal wieder typisch. Rassisten. So. Hat sich ausgeminotauret. Komm ich da lang? Ja, da komme ich lang. Da haben wir einen Raum. Oh. Dann machen wir mal wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern. Ey, die fliehen auch schon. Und vergiften mich. Das ist super. Bin ich voll begeistert von. Ah, naja. Solange sie immer nur auf den Krieger hier gehen, der immer und immer wieder vergiftet ist, ist okay. Boom, Baby. Oh ne, die eine hat da überlebt, das gibt's doch nicht. So. Dann werden wir uns einmal ganz kurz hier vom Gift befreien. Haben wir hier Magic, Lori. Esuna war das, ne? Ja, genau. So. Schauen wir mal, was haben wir denn hier drin? Einmal 795 Gil und ein Antidote. Das war jetzt eigentlich nicht mehr nötig, aber nun gut. So, wie komme ich jetzt zu der Tür da unten? Wahrscheinlich hier lang. Ein einzelner Häuptling, ja, der traut sich ja was. Der hat doch eh keine Chance. Er glaubt, er hätte eine. Ach doch. Muss natürlich falsch laufen, ne? Ich muss es einfach. Stunden später. Ah, lass das nicht nett. Ich bin auch gar nicht fett. Ich finde die Musik immer noch so awesome, einfach nur. Die war damals schon in 8-Bit-Version einfach so awesome. Ich meine, ich verunstalte sie mit meinen Dab, ne, aber sorry, ne? Es ist, für mich persönlich ist es pure Nostalgie und einfach nur awesome. Wirklich. Wie, nicht vergiftet? Wow. Immer noch nicht vergiftet. Wow. Ich bin voll von den Socken. So, den nächsten bitte.
Langsam kann ich die Schlange mal umfallen, genau. Haben sie jetzt schon so viel draufgedasht hier, Lori und Kuro, ne? Aber, nö. Einfach nur, nö.